Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf der Insel Sorna. In der letzten Folge sind wir vor ihm hier weggerannt, einen wunderschönen Spinosaurus, der uns leider nicht sehr wohl gesonnen ist. Und in dieser Folge, ja, was versuchen wir in dieser Folge? Zu entkommen? Mal wieder? Eigentlich wie in jedem Jurassic Park Teil, es ist immer dasselbe Prinzip. Man landet auf einer Insel, man kämpft gegen Dinosaurier, beziehungsweise man flieht vor ihnen und versucht zu entkommen und jemanden zu erreichen. Ja. Genau das werden wir jetzt auch tun, weil wir keine andere Wahl haben. Wenn es um unser Leben geht, müssen wir halt auch mal komische Sachen machen, die ich nicht verstehe. Dafür zum Beispiel. So, wer kennt sich jetzt mit den Sachen aus? Du hier? Ja, du, dein scheiß Enterhaken kannst mich jetzt auch mal gerade. Ich bin echt sauer auf dich. Du hast mir nicht erzählt. Du hast mir einfach nicht gesagt, was hier los ist. Gibt es irgendjemanden, der da was machen kann? Keine Ahnung. Aber du kannst hier auf jeden Fall das machen, oder nicht? Zu weit weg, oder wie? Ja, zu weit weg. So geht es aber. Okay, auch gut. Ich dachte zwar, sie ziehen sich am Seil hoch, aber so geht es natürlich auch. Was das jetzt gebracht hat, was wir davor gemacht haben, weiß ich nicht genau. Kann das jetzt mal die Frau erklären, vielleicht? Vielleicht kann die da irgendwas machen. Wow. Ist klar, die Frauen haben wieder die Superkraft zu schreien. Dieses Klischee! Dieses wandelnde Klischee-Denken! Das macht mich krank! Und dieser Kleine ist auch nicht gerade gut für meine Gesundheit. Oh, komm her! Oh, diese Kleinen! Mehrzahl! Mehrzahl! Ja, ich weiß, du kannst das nicht. Aber er hier kann's. So, das auch noch bitte. Oh, das war das Falsche, das war die Frau. Ich meinte doch nicht die Frau. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur ihre Peiniger, also ihre, die Kleinen halt. Was bringt das? Na, Punkte, okay, aber... Na, kommt hier, ihr kleinen Mistkerle. Na, geh weiter mit Story. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Fütterungszeit in unserem Unterwasserobservatorium in Kanzel prähistorische Urzeitbewohner ganz aus der Nähe sehen. Ozean, nicht Urzeit. Oh mein Gott, das ist ja so spektakulär. Oh yeah. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein. Er war nicht allein. Er war mit einem Ben Freund Hildebrand. Zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nubla. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Niemand rührt sich von der Stelle. Gut, dass alle auf ihn hören. Ganz still sein. War das auf mich bezogen? Ganz ehrlich, so ein Kampf muss so spektakulär gewesen sein, wenn in der Steinzeit wirklich so stattfand. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die zur selben Zeit gelebt haben, aber ich denke schon. Das muss einfach so ein spektakulärer Kampf gewesen sein. Ich wünschte schon fast, ich könnte ihn sehen, so in echt, aber nee, danke, dass es mir doch lieber, dass sie ausgestorben sind. Das ist Dr. Grant. Ja. Helfen wir mal, Ellen. Wenn wir schon nicht auf ihn hören, können wir ihm mal helfen. Der arme Ellen Grant ist wieder in was reingezogen worden, was er nie wollte. Da ist man froh. Ihr müsst euch vorstellen, man ist froh, man kommt einmal von so einer Insel. Man kommt einmal diesen Gefahren, den Dinosauriern. Und dann, ja, wieder da. Super. Ich glaube, ich hätte den Mann getötet. Ja, Spinosaurus. Ich sag immer Spinosaurus. Keine Ahnung. Habe ich als Kind einfach drin gehabt.
Der T-Rex ist mittlerweile ja auch schon Menschen gewöhnt. Ha, seit dem ersten Teil, ne? Mensch, Junge, du scheinst ein wichtiger Charakter zu werden. Mit deinem Lasso oder Enterhaken oder was auch immer. Whatever. Na, gib her. Dankeschön. So, Herr Alan Grant. Machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Hemd. Isla Sorna, ja. Das ist der Alan Grant aus der Isla Sorna, den wir jetzt brauchen. Na komm. Was soll das denn für ein Quietscheentchen sein? Wahrscheinlich ist es genau das, ein Quietscheentchen. Es war so klar. Was soll ich jetzt mit dem Quietscheentchen machen? Wer kann da jetzt was machen? Ah, das. Da ist wieder ein Haken. Gut. Viel Glück. Angry Birds! Ich dachte schon, es sind zwei Tiere, die sich um ein Spielzeug streiten. Aber nein. Oh, bin ich das jetzt? Okay, quick. Quick time. Aber okay. Bin ich der T-Rex? Oh, ich habe den Falschen gedrückt. Sorry. Kriegen wir doch wieder hin. Ich bin ein T-Rex. Das habe ich gut gemacht. Ja, sehr gute Idee. Helfen wir einfach mal den T-Rex, Mensch. Der wird uns danach nur fressen als Dankeschön. Oh, danke, dass ich mich gerettet habe. Ja, ich esse euch mal zum Abendbrot, ne? Oh, ich nerven Leute, die ein Gewehr haben. Wenn ich dann auf irgendwas aufschlage, was sie nicht machen können, ist einfach nur nervig. Sehr schön. Komm her. Sei ganz vorsichtig. Nein, du nervst eigentlich auch mit deiner Fähigkeit. Immer angeben zu müssen hier. Richtig schrecklich. Was ist einfach nur kaputt? Jetzt brauchen wir eigentlich jemanden, der schießen kann. Komm her. Ich glaube nicht, dass sie mich gehört haben. Ja, ich hoffe, sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt gerade. So. Wo können wir was finden? Einmal im Kreis und genau unter Alan Grant. Gut. Gut, 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 gut. Oder auch nicht, wer weiß. Wir verfehlen es. Ich hoffe, wir verfehlen es nicht. Nun zu Ihnen, Dr. Grant. Anne, an dir hängt alles. Das ist nur ein Versuch. Sehr schön. Ah, es ist mir ein bisschen T-Rex-Power gefragt. Klasse. Sei der T-Rex. Denk wie ein T-Rex. Be a T-Rex. Wecke den T-Rex in dir. Oh ja, der neue Duft von Daniel P. Okay, wo sind sie, Herr Dingens, Bummens, Typi? Ich brauche ihr Lasso. Ich würde einfach weglaufen, während die streiten. Ganz ehrlich, ich würde sowas von Reis ausnehmen wollen in der Zeit, wo diese großen Dinosaurier streiten. Aber, naja. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Feigling. Wer weiß. Aber sicher wäre auf jeden Fall sicher für mich.
Kann ich das zusammensetzen irgendwie? Kann das irgendjemand anders zusammensetzen? Irgendwas muss ja mit den Knochen geschehen. Muss ja einen Sinn haben, dass sie hier sind. Wahrscheinlich kriege ich jetzt noch ein paar dazu und dann kann ich sie erst zusammensetzen. Ja, war klar. Na komm. Schnell, bei euch zusammen. So, wer immer darüber läuft, muss den Spinosaurus erneut ablenken. So, dann müssen wir mal gucken, wer am besten darüber läuft. Kann ich das kaputt machen? Nee, da haben sie alle Angst. Okay. Ablenken. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, ich habe den richtigen ausgewählt, denn es müsste kein Zurück mehr geben. Ja, was könnte ich mir nicht vorstellen, wie es einen zurückgeben könnte. Nach dem, was gerade passiert ist. So, irgendwie so ein Ei fertig gemacht, auch noch nebenbei. Sehr schön, Nester reparieren. Leute, ruft mich an, ich kann wirklich alles. Ich kann für euch putzen, kochen und Nester reparieren. Ich bin multitaskingfähig. Okay, hat geklappt. Na komm, jetzt bist du dran. Zeig, wer hier wirklich der König der Dinosaurier ist. Na, ich habe den falschen gedrückt. Verdammt. Ich war abgelenkt. Jetzt pass ich aber auf. Alles gut, ich pass auf. Leertaste. Ja, gehen wir. Gehen wir einfach mal da durch. Ja, wenn sie sogar gerade beschäftigt sind. Dann kann ich ja auch mal da durch. Mensch, habt ihr gute Ideen. Mr. Kirby. Diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und Meer. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Hä? Sie sind doch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Ja, super. Eric! Hör auf zu rufen! Eric! Wir hatten schon mal den... ich hab das schon mal gesagt! Hörst du mir zu? Wir finden ihn. Ja, hörst du mir zu? Nicht rufen! Aber ich sage, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.